Liebe Zuschauer, heute stelle ich euch das Spiel Die Wikinger-Saga vor. Heute möchte ich euch die Wikinger-Saga vorstellen. Das Spiel ist erschienen bei Schmidt von den Autoren Christian Fiore und Knut Happel. Ja, es wird angegeben ab 12 Jahre, dazu auch später mehr, beziehungsweise im Fazit, ob das wirklich erst ab 12 Jahre geeignet ist. Es ist für 2 bis 4 Spieler und geht ca. 60 Minuten. Die Zeit müsst ihr auf jeden Fall rechnen, weil der Aufbau allein schon eine Weile andauert. In dem Video möchte ich jetzt aber auch kurz was sagen zum Aufbau, zu den Karten, weil da braucht man locker eine halbe, dreiviertel Stunde, bis man da alles sortiert hat. Auch der Aufbau geht länger. Das möchte ich ein bisschen ausführlicher gestalten, aber auch nicht in die Länge ziehen, weil das kann teilweise schon ein bisschen für Verwirrung sorgen. Dann stelle ich euch ganz kurz und knackig die Abläufe vor, weil die sind total einfach in Anführungszeichen. Und dann gibt es ein Fazit. Also ihr merkt, vom Aufbau her möchte ich das Ganze ein bisschen anders gestalten. Ihr habt am Anfang 2 Anleitungen und eine Anleitung wird angegeben, im Prinzip, wie ihr das ganze Material sortieren müsst. Und da braucht ihr locker eine halbe Stunde. Also ich habe lange gebraucht und habe teilweise auch nicht gewusst, wie mache ich jetzt das, wo platziere ich die Karten hin, und deswegen auch hier an dieser Stelle noch ein paar Infos dazu. Hier habt ihr in dem Fall das Inlay, das erinnert ein bisschen an Dominion. Dann denkt man, ja, ich sortiere die Karten auseinander und mache das in das entsprechende Raster. Ja, mehr ist eigentlich auch gar nicht, bis man da mal weiß, welche Karten dann wirklich in welches Raster gehören, weil ihr bekommt 2 Kartenpacks und die sind teilweise durcheinander. Also ihr müsst teilweise die Karten dann sortieren, wieder ein paar Karten sortieren, vom zweiten Stapel wieder ein paar Karten sortieren und die kommen dann rein, ging wahrscheinlich nicht anders von der Produktion. Und dann habt ihr quasi für jede Spielerfarbe, das sieht man in der Farbe hier, die Marker, diese Plättchen, und die kommen dann einfach in den Bereich rein. Das ist jetzt gar nicht so schwer. Dann nehme ich mal den Stapel für 2 und dann macht ihr einfach 1. Ihr nehmt die ganzen Karten und sortiert hier die nach der 2. Ihr seht hier überall ist auf der unteren Bereich, unten links, ist die 2 hinterlegt. Das macht ihr und dann kommt ihr wirklich schnell, relativ schnell voran. Allerdings sind die wirklich in etlichen Kartenstapel dann untergliedert. Aber wenn ihr das gemacht habt, dann macht ihr das für jeden einzelnen Bereich und dann seid ihr auch relativ schnell dabei. Die anderen Karten könnt ihr auf der Seite lassen, auch was das Geld angeht. Und dann seid ihr relativ zügig, nach einer halben Stunde habt ihr dann das vielleicht einsortiert. Ihr könnt es auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie es euch erging. Und dann könnt ihr starten quasi, habt ihr das Ganze jetzt gemacht und dann dreht ihr das Ganze um und dann bekommt ihr ein Tutorial. Das ist eine Abenteuerkarte, weil ihr beschreitet ja hier ein Abenteuer. Letztendlich geht es aber um viele Punkte. Und dieses Tutorial könnt ihr spielen. Ja, das haben wir aufgebaut und nach 10 Minuten Spiel haben wir gedacht, na, dann können wir gleich mit dem richtigen Spiel anfangen. Dieser Mechanismus ist ja total einfach, in Anführungszeichen. Und dann haben wir nach 10 Minuten abgebrochen, weil wir gedacht haben, ja, gut, schön, da haben wir jetzt 10 Minuten gespielt oder aufgebaut. Aufgebaut haben wir länger, als wir gespielt haben. Und da haben wir gemerkt, na, das können wir auch gleich überspringen. Wir gehen gleich zum richtigen Spiel über, nehmen uns die Anleitung, lesen uns das alles nochmal durch, was den Aufbau angeht, und wählen dann quasi eines dieser Abenteuer. Wobei, die Wikinger-Saga spielt sich über mehrere Abenteuer. Das heißt, ihr habt mehrere Karten hier, wo ein bisschen geschichtlich auf das Abenteuer gegangen wird. Und dann wird einfach das erste Abenteuer quasi hier vorgelesen und hier auf der Leiste platziert. Das ist eigentlich quasi alles, was man hier beachten muss. Und ihr spielt natürlich über die ganzen Abenteuer und wer dann am Schluss die meisten Punkte hat, der gewinnt. Aufgebaut habe ich es jetzt mal recht einfach, einfach mal für den blauen Spieler hier. Man sieht, er startet hier. Ihr beginnt mit 5 Punkten und ihr habt natürlich euer Kartendeck, ich habe es ja vorhin gezeigt, habt ihr jetzt für eure jeweilige Spielerfarbe. Die Karten mischt ihr, legt sie vor euch ab. 5 Geld kriegt jeder, 1 Startspieler bekommt den Marker. Und dann, und das hat mich auch ein bisschen verwirrt, bekommt ihr praktisch für das Abenteuer weitere Wikinger, die hier zum Einsatz kommen. Und das sind alles gleiche Karten. Und warum 5? Die 5 verwendet ihr, wenn ihr beispielsweise zu viert spielt. Wenn ihr nur zu zweit spielt, dann braucht ihr nur 3 pro Stapel. Die kommen hier auf der Seite. Hat mich textlich in der Anleitung auch ein bisschen verwirrt, was ich denn da jetzt machen muss. Und dann kommen die zur Seite. Für weitere Abenteuer schaut ihr dann in der Box, dann kommen dann weitere dazu, die ihr abhängig von dem Abenteuer ab dieser Position, ab dem Moment, wo ihr dann dort seid, auch kaufen könnt. Hat mich auch ein bisschen verwirrt, aber ich möchte es nur am Rande erwähnen. Ihr startet quasi mit der Auslage. Ihr habt jetzt 2 Plättchen, die ihr jetzt dann hier auf der Seite dann habt. Ihr merkt, 3 kommen dann quasi hier drauf in dem Bereich und werden dann auf die einzelnen Positionen dann einfach verteilt. Ich mache das jetzt einfach mal zufällig. 8. Und dann haben wir hier die 11 und dann haben wir hier die 20. Und damit könnt ihr quasi auch schon in das Spiel einsteigen.
Was den restlichen Bereich angeht, braucht ihr erst einmal nicht. Ihr habt hier die W-Karten und bei den W-Karten, da gibt es nochmal eine kleine Besonderheit, habt ihr drei Karten, auch hier wieder mit 1A, B, C angegeben. Für diese vergessene Stadt wird diese Karte benötigt mit 1C. Die anderen kommen raus und die mischt ihr quasi hier in den Stapel dann hinein und die kommen dann hier auf der Seite. Ihr habt da ein paar besondere Karten, Götterkarten, stärkere Karten, die natürlich euch im Spielverlauf was bringen. Das sind natürlich sofort Aktionen, die ihr dann ausführen könnt, die mischt ihr und legt sie auf die Seite. So, ganz schön ein bisschen viel Aufbau, aber wenn ihr merkt, wenn ihr anfängt, dann ist das Spiel ja gar nicht mal so schwer. Dieses Tableau für das Reisen, das braucht ihr nicht, das kommt erst hier in dem Bereich vor, dann reist ihr quasi auf dem Wikingerschiff, aber hier beginnen wir einfach bei Null und laufen praktisch den Weg hier entlang. Und damit kommen wir auch schon zu den Abläufen. So, und wenn man bei den Abläufen ist, dann durchschreitet man verschiedene Phasen, die hier zum Einsatz kommen. Das heißt, ihr lauft mit dem Wikinger abhängig von den Karten entsprechende Wegfelder voran, bekommt Belohnungen, die ihr dann nimmt, weil es geht ja letztendlich um Punkte, es geht um Gold natürlich dann auch, wo ihr euch bessere Karten kaufen könnt und versucht natürlich auch auf der Abenteuerkarte auf einzelne Positionen zu landen, um euch Gold zu nehmen. Wenn ihr dann auf so einer Karte dann angekommen seid, in dem Fall könnt ihr entscheiden, ob ihr weiterspielt oder einfach passt. Weil wenn ihr weiterspielt, bekommt ihr je nachdem Minuspunkte, weil diese Helme in dem Fall, die geben dann Pluspunkte, aber mit dem X, die geben dann Minuspunkte, beziehungsweise ihr müsst Geld dann abgeben. Wie funktioniert das Ganze? Ich habe es jetzt einfach mal für einen Spieler aufgebaut, weil das Ganze wirklich sehr simpel ist. Das brauche ich euch spielerisch auch groß gar nicht zeigen. Ihr habt dann einfach drei Karten auf der Hand. Und ja, die Runde beginnt praktisch mit dem Anwerben neuer Wikinger. Ihr habt ja ein bisschen Startkapital, ihr bekommt ja auch im Spielverlauf immer weiteres Kapital und ihr habt jetzt die Möglichkeit, Wikinger zu kaufen. Das heißt, bevor ihr in das Abenteuer zieht, dürft ihr quasi Wikinger gegen Abgabe von Gold hier anwerben. Ihr seht auch hier die Kosten. Ihr könnt auch weitere anwerben. Es gibt immer wieder eine neue Anwerbrunde. Dann kostet jeder Wikinger ein Gold. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle ganz ins Detail eingehen, weil es da so viele Detailregeln am Rande noch gibt. Ich möchte mich auf den Kern des Spiels befassen. Habt ihr also einen weiteren gekauft, dann legt ihr in euer Deck. So habt ihr praktisch auch durchaus einen Wikinger, der etwas kürzer läuft, etwas weiter läuft. Aber interessant sind auch diese Aktionen, die hier dann drunter angezeigt werden, dauerhaft, sofort oder am Spielende. Und dann geht es eigentlich darum, ihr habt die Handkarten, die habe ich jetzt einfach schon gezogen hier. Ihr zieht die Handkarte und dann zieht ihr quasi in das erste von vielen Abenteuer. Der Gewinner steht ja erst fest, wenn ihr alle Abenteuer durchschritten habt. Ihr könnt diese Geschichte noch vorlesen, die etwas thematisch angelehnt werden soll. Oder ihr könnt einfach sagen, komm, wir starten gleich in dem Fall. Wir lassen den Text eigentlich weg. Wir wollen ja gleich einsteigen. Und dann läuft das Ganze so, es wird einfach eine W-Karte gezogen in dem Fall. Das heißt, es wird eine W-Karte gezogen und die zeigt an, wie weit man quasi hier auf der Leiste voranrückt. Das heißt, 1, 2, 3 Felder voran, dann kommen die auf der Seite. Und dann spielt ihr eine eurer drei Wikinger-Karten aus. Die solltet ihr aber im Vorfeld, bevor ihr die W-Karte aufgedeckt habt, einfach schon mal vor euch platziert haben, weil die wird dann aufgedeckt und die gibt dann an, wie weit ihr jetzt mit eurer Figur dann weiterlauft. Landet ihr auf dem entsprechenden Feld, kriegt ihr eine Belohnung, je nachdem Götterkarte, ihr bekommt weitere Karte, ihr bekommt je nachdem auch Minuspunkte, deswegen startet hier in diesem Bereich. Also relativ simpel, also immer die Leiste voran bewegen, ihr bewegt euch hier im Bereich wieder voran, bis ihr je nachdem auf dem Feld landet, wo ihr eine Belohnung bekommt oder je nachdem eine Bestrafung. So, das war eigentlich auch schon alles in dem Fall. Und am Ende entscheidet ihr euch halt immer, wollt ihr passen oder wollt ihr dann einfach weiterspielen. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Ihr zieht je nachdem eine weitere Karte. Das ist quasi alles, was man hier in dem Spiel machen muss. Habe ich was vergessen? Nee, ich habe nichts vergessen. Aber es geht eigentlich nur darum, eine W-Karte auszuspielen. Und anschließend deckt man die Karte, die man vorher, ganz wichtig, vorher verdeckt vor sich platziert hat, auf. Und läuft dann entsprechend den Weg hinlang. Und dann schaut man einfach mal, ob man was kriegt. Kann auch sein, in der ersten Runde kam man vor, dass man gar nichts kriegt. Weil die W-Karten haben die Werte 1 bis 7, sind doppelt in dem Fall vorhanden. Also ich weiß, 1 bis 7 kann natürlich, wenn ich im hinteren Bereich bin, etwas abschätzen, ob ich jetzt passe oder ob ich es riskiere, einfach nochmal weiterzuziehen. Ist einfach Risiko, aber je nachdem kann es in Runden passieren, dass ihr einfach 3, 4 Mal dran seid
oh, krieg gar nichts und dann geht ihr zum nächsten Abenteuer über. Es wird hier wieder die Karte ausgetauscht. Hier in dem Fall geht es auf das Schiff. Ihr lebt im, statt des Tableaus wird einfach das Schiff platziert. Und dann macht ihr genau das gleiche und das wiederholt sich praktisch bis zum letzten Bereich. Es gibt noch ein paar Besonderheiten, was die letzte Runde, was das letzte oder die letzten beiden Abenteuer Schwarze angeht, weil ihr sichert euch Karten aus eurem Deck und schiebt es praktisch unter euer Tableau, weil Wikingerhelme sind ja am Schluss auch Punkte und spielt quasi im Endbereich mit diesen Karten, die ihr euch im Verlaufe der Abenteuer gesichert habt. Ja, und dann, wer dann die meisten Punkte hat am Schluss, der hat das Spiel gewonnen. Jetzt habe ich gerade überlegt, ob ich euch jetzt alles gesagt habe. Ich glaube, das waren jetzt 2 Minuten, was ich jetzt euch hier den Ablauf erklärt habe. Aber warum soll ich jetzt hier noch die Beispiele machen oder euch eine Gameplay-Sequenz zeigen? Weil letztendlich macht man ja immer das Gleiche. Die W-Karten werden natürlich hier unten platziert, dass man auch eine Übersicht hat. Ich habe es aber rein ausgehend von der Kameraeinstellung einfach mal so gelassen, dass ihr den Blick bekommt. Aber in der Gameplay-Sequenz hättet ihr nichts anderes gesehen. W-Karte, Zahl, ihr schreitet voran, ziehen. W-Karte, schreitet voran, ziehen, kriegt eine Belohnung, kriegt eine Bestrafung. Passig, geht man weiter. Da brauche ich euch sicherlich keine Gameplay-Sequenz zeigen. Das reicht euch, wenn ihr das jetzt hier seht. Je nachdem habt ihr vielleicht in eurem Deck auch nur eine tolle Karte, in dem Fall, die euch voran bringt. Hier sitzt auch schön, dass man auch hier zurückziehen kann. Das sind alles Optionen, aber das hätte jetzt im Prinzip das Spiel oder das Video nur mal aufgepusht, was ich an dieser Stelle eher unnötig sehe, was den Bereich dann angeht. Klar habt ihr sehr viele Abenteuer. Ihr könnt natürlich härter, leichter spielen. Da gibt es auch sehr viel in dem Fall. Das ist richtig gut gemacht. Also da habt ihr auf jeden Fall sehr viele Möglichkeiten hier zu agieren. Aber letztendlich macht ihr immer nur das Gleiche. Und damit wäre ich auch mittendrin im Pfad, was den Bereich dann angeht. Fangen wir an mit dem Aufbau. Den habe ich euch jetzt ein bisschen gezeigt, weil wir hatten selber Schwierigkeiten mit dem Aufbau. Obwohl es eigentlich in der Anleitung gut hervorgeht, aber okay, die Plättchen, die Karten, welche Wikinger jetzt, welche lege ich aus? Wegen der Spieleranzahl, die lege ich mehr aus. Ja, das war schon ein bisschen zäh, da hat man rein länger gebraucht, bis man drin war und hat man das alles aufgebaut, dann spielt man das Tutorial und denkt, das kann ja wohl nicht der Ernst sein. Das ist alles, okay, es ist ein Tutorial, man soll ja nur reinfinden. Aber wenn man das dann aufbaut, im Prinzip für das erste Spiel mit den ganzen Abenteuer, es geht ja auch nochmal 15 Minuten locker, bis ihr das Ganze aufgebaut habt, dann spielt ihr wirklich oh, so. Je nachdem bekommt der eine oder andere mehr Karten, habe ich jetzt noch gar nicht gesagt. Abhängig von der Punkteleiste, wer weiter voran ist oder zurückliegt, der bekommt dann mehr Karten. Aber selbst da habe ich eigentlich viel mehr Möglichkeiten auch nicht. Wenn ich jetzt die falschen Karte habe, dann bringt es mir auch nicht viel. Also da ändert sich nicht allzu viel. Und man merkt, ich bin schon ein bisschen enttäuscht und ich habe ja gesagt, Altersangabe ab 12. Ja, schon, wenn man das Ganze erstmal richten und vorbereiten muss. Aber der Elias, der hat sofort da reingefunden mit seinen 8 Jahren. Ja, der spielt ja auch mehr, ist ganz klar. Aber das ist vom Prinzip her wirklich total simpel. Da könnt ihr wirklich einen 8-Jährigen auch anholen an das Spiel und einfach beginnen hier zu agieren. Das funktioniert. Was das angeht, was das Thematische angeht, es ist für mich jetzt keine Saga. Am Anfang habe ich gedacht, boah, ich freue mich drauf. Der Elias hat sich total gefreut auf das Wikinger-Spiel, aber letztendlich ist es doch ein bisschen abstrakt. Es kommt hier kein Thema wirklich durch, auch wenn man sich das Ganze hier durchliest. Ich habe nicht das Gefühl, ich tauche jetzt hier thematisch in den Bereich ein und später haben wir das gar nicht mehr vorgelesen. Da haben wir eigentlich gleich losgespielt. Eigentlich auch sehr schade. Es soll ja schon ein bisschen thematisch sein, ist es aber bei weitem nicht. Es ist quasi vergleichbar. Am Anfang habe ich gedacht, so ein bisschen Andor und Dominion, was die Karten angeht. Es ist aber jetzt kein Deckbilder, wo ich mal mein Deck baue und mit diesem weiter agiere. Im Teilbereichen ja, aber ein Deckbilder würde ich es dann auch nicht bezeichnen. Also es sind irgendwie ein Mischmasch aus verschiedenen Elementen, die jetzt hier im Spiel vorhanden sind. Die Illustration wirkt natürlich richtig bombastisch, die ist echt toll. Aber vieles, was hier passiert, ist einfach simpel und einfach ganz zufällig, was hier passiert. Da habe ich nicht viel Einfluss und da waren wir alle, wo das schön gespielt haben, unabhängig von der Spieleranzahl, zu viert war es total zäh, da waren wir doch ein bisschen gelangweilt und haben gedacht, boah, hoffentlich ist das Spiel bald fertig. Und die Motivation, es weitere Male zu probieren, man will ja alles ausprobieren, die war dann doch sehr gering, was den Bereich dann angeht. Also, ja, zufrieden waren wir nicht. Kein Spiel, wo wir wirklich sagen, können wir empfehlen, obwohl das uns vom Cover schon angelacht hat, auch was wir so gesehen haben, okay, verschiedene Kartendecks, verschiedene Abenteuer durchschreiten, gibt es an der Anleitung auch viele Möglichkeiten, Götterkarten zu verwenden, die natürlich noch viel mehr Schmackes reinbringen und viel mehr Optionen dann bringen, aber letztendlich besser wurde es bei dem Spiel gar nicht.
muss man deutlich mal sagen, also kein Spiel, was wir an dieser Stelle empfehlen können in dem Fall. Und ausgehend von der Altersangabe, okay, es hat natürlich schon einige Regeln hier in dem Bereich. Die Karten sind auch im Hintergrund noch erklärt. Und da heißt es, glaube ich, sogar Platz für Neues. Also in dem Inlay ist wohl Platz, da kommen eventuelle Erweiterungen. Ich kann es mir kaum vorstellen. Also ich werde es mir nicht anschauen, weil hier natürlich Inlay frei ist. Und da heißt, glaube ich, in der Anleitung, was heißt das? Das habe ich noch im Kopf gehabt. Da heißt, dieses Fach bleibt noch leer. Also kommt da wahrscheinlich noch die eine oder andere Erweiterung, die ich bzw. wir uns nicht anschauen werden, weil wir einfach gelangweilt sind von dem Spiel und wir haben einfach viel mehr erwartet. Schade, wir haben jetzt aber auch nichts falsch gemacht, aber irgendwie Spaß macht uns das Ganze gar nicht. Eher viel Zufall und ja, thematisch gleich null, auch wenn man das gewünscht hätte oder sich gewünscht hätte in dem Bereich. Aber kommt bei uns nicht an. Deswegen brauche ich auch nicht mehr reininterpretieren in das Ganze. Wenn es euch gefällt, gerne haut's mir in die Ohren. Schreibt es in die Kommentare rein, warum euch das Spiel so gut gefällt. Ihr könnt es aber auch reinschreiben, wenn ihr ähnlicher Meinung seid. Aber das ist wirklich kein Spiel, wo ich sage, das braucht ihr wirklich nicht. Das empfehle ich auf keinen Fall. Jetzt kommt wieder mein Standardsatz mit der Werbung. Wenn euch das Spiel gefällt, dann holt es euch. Ich sag mal so, wenn euch andere Spiele gefallen, ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr es gerne über die unten genannten Links machen. Das sage ich jetzt einfach mal so frei raus in dem Fall. Es gibt ja durchaus welche, denen das Spiel gefällt. Die sagen, Jörg, so schlecht klingt das ja auch nicht. Kein Problem, ist meine eigene Meinung, dann holt es euch und macht selber die Erfahrung, ob positiv oder negativ. Das waren alle Infos zu Wikinger Saga. Bin mal gespannt. Es geht auf jeden Fall weiter. Mal ein Schmidt-Spiel, wo uns gar nicht gefällt, wo mir, ja, ich will nicht sagen zerreißen, wo uns aber überhaupt nicht überzeugt. Und die letzte Zeit kamen ja auch viele Schmidt-Spiele, wo wir durchaus gesagt haben, ja, das sind richtig gute Spiele, die gefallen uns. Aber irgendwie gesagt, der Jahrgang, der ist ein bisschen holprig, was die Spiele angeht. Da kommt auch noch bei weitem mehr. Da dürft ihr euch freuen. Aber Wikinger Saga, nee, macht keinen Spaß. Tut mir leid. Aber entschuldigen brauche ich mich, glaube ich, jetzt nicht. Ich sage tschüss, macht's gut, bis bald.